So, dann ja, wünsche ich euch mal ein schönes Hallöchen. Heute spielen wir wieder ein bisschen Pokémon, wie die letzten Tage auch. Ich weiß nicht, ob ihr da schon gemerkt habt, aber ich habe jetzt mich dazu entschieden. Wart kurz, ich muss kurz was erledigen. Ich habe mich dazu entschieden, nämlich jetzt Pokémon, also den Background-Sound auszustellen, weil ich habe auch vor, das Pokémon auf YouTube hochzuladen, also die Streams, die Stream-Aufzeichnungen möchte ich auf YouTube hochladen und deswegen habe ich jetzt den Background-Sound ausgeschalten. Ich hoffe, dass das jetzt... ich habe hier diese nervigen Streifen. Ich glaube, ich muss hier kurz Pokémon neu starten. Warte, dafür beenden wir das kurz. Ein paar kleine Probleme gerade zu Anfang. Aber ich habe hier diese nervigen Streifen. Ich hoffe, dass das dann passt, wenn ich es neu starte. Auf jeden Fall, ja. Was ich sagen wollte ist, ich lade ja die Pokémon-Stream-Aufzeichnungen auch auf YouTube hoch. Also, falls ihr mal einen Stream verpassen solltet von Pokémon oder nicht so viel Zeit habt, gerade den Stream anzugucken, könnt ihr jederzeit auch die Aufzeichnungen auf YouTube angucken oder hier auf Twitch. Da müssten die auch online sein. Und da ich das halt auch auf YouTube hochlade, das Pokémon, habe ich mich entschieden, die Lo-Fi-Musik... Nee, okay, die Streifen da wollen irgendwie gerade nicht weggehen. Ja, dann lasse ich es jetzt einfach. Da das vielleicht eher ein etwas kürzerer Stream ist, ist mir das jetzt egal. Auf jeden Fall, ja, dachte ich mir, ich lasse die Lo-Fi-Musik lieber weg. Weil ich auch ein bisschen gemerkt habe, in den Kämpfen ist das ein bisschen, ist mir das dann vielleicht ein bisschen zu hektisch, wenn auch Pokémon Musik drunter legt. Und deswegen, ja, habe mich entschieden, das doch wegzulassen. Auch wenn es hier beim Fangen der Pokémons etwas, oh, ich habe falsches Gebiet ausgewählt, aber egal. Es wird halt ab und zu mal ein bisschen dann sehr ruhig sein, aber damit werden wir schon klarkommen, denke ich. Nichts. Wie komme ich denn nochmal zur Karte? Schon ein paar Tage nicht mehr gespielt und ich habe keine Ahnung mehr, wie man zur Karte kommt. Hier, da möchte ich hinreisen. Genau. Hier sind wir richtig. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was eigentlich unsere Hauptmission war. Das können wir eh hier angucken. Gucken wir mal. Der König des Waldes ist in Rage. Genau, das war das. Ziel, triff dich auf dem Baumriesenkampffeld mit Topin, um mehr über Axanthor herauszufinden. Okay, und das waren unsere Nebenmissionen. Da haben wir 4 Stück. Zeige Cassius vom Agrartrupp den vollständigen Pokétext-Eintrag von Kinoso. Ich weiß gar nicht, ob wir Kinoso schon haben. Genau das mit dem Driftlon, da müssen wir ja irgendwie beim Dorf auf dem Strand gucken, wo wir also gestartet haben. Da müsste wahrscheinlich nachts ein Driftlon mit rumschweben. Gibt dem Dorfbewohner Morell die gewünschte Zutat, C-Pilz. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Pilz sein soll. Und ja, der eine Wächter möchte ein Parmelin, aber der Parmelin muss mindestens 0,8 Meter oder Zentimeter groß sein. Und ich habe keine Ahnung, wo man so ein großes herkriegt. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn ich ein Elite-Pokémon fange und den dann das gebe. Okay, das Pokémon ignorieren wir, das Staralili, das haben wir eh. Oh, scheiße. Oh, verdammt, das tat weh. Eigentlich wollte ich nicht... Eigentlich wollte ich nicht runterrollen, sondern das aufsammeln. Aber egal, wir haben es überlebt, Gott sei Dank. Ah, unser
Feuerregel kann jetzt Flammenrad, beziehungsweise Eagle Lava heißt es ja hier, die Weiterentwicklung. Setzen wir das mal ein. Oh, perfekt. Ich glaube, ich fange das Pokémon sogar. Genau, Pokéball. Oh, wir haben nur noch 10 Pokébälle, weil ich beim letzten Stream viele verworfen habe, weil er ein fliegendes Pokémon war. Hm. Oh, oh. Alter, wie viele Buffs es dazu kriegt. Was heißt nochmal? Ich versuch's noch einmal und wenn er es nicht drin bleibt, töten wir es beim nächsten Zug. Okay, es will nicht drin bleiben, dann töte ich es. Ich will jetzt nicht hier meine 10 Pokébälle verpassen, verwerfen. Du hattest die Wahl, dann stirb. Okay, wir sind auch mega angeschwächt, weil wir den Berg darunter gerollt sind, unabsichtlich. Ja, komm schon, das schaffen wir nicht. Wie soll ich denn hier hochkommen? Komme ich hier hoch? Ja. Gut. Verfolgen uns noch das Kleinstein? Ah, da hinten versucht es ganz langsam uns näher ranzukommen. Okay. Es ist irgendwo da hinten, beim großen Baum. Okay. Ui, das Pokémon haben wir noch nicht. Aber ich glaube, das ist ein Elite-Pokémon, oder? Als ob ich jetzt nicht mehr hier hochkomme. Ja, natürlich ist das ein Elite-Pokémon. Warum frage ich mich das? Sehr logisch, weil so groß ist, dass das ein... Nein! Oh. Ey, ich fliege auch so, so krass. Achso. Es ist aggressiv auf uns, das habe ich nicht gesehen. Oh, nur Hälfte Leben. Ja... Ich glaube, ich werde Druck zu Kipp einsetzen, aber mit Tempo, weil dann ist es etwas geschwächt. Vielleicht überlebt es dann ein bisschen, weil das Pokémon hätte ich gerne, ja. Perfekt. Es ist im roten Bereich, das heißt, es sollte einfacher drin bleiben. Nice. Paras wurde gefangen. Haben wir ein neues Pokémon. Ah, wir mussten auch Tempo mal... Oh, hey, wir haben den Pilz, sehe ich gerade. Ich glaube, das liegt aber da... Oh, scheiße. Nein. Aua. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das liegt aber daran, weil wir das Paras gefangen haben, dass wir den Pilz haben. Und jetzt werfe ich den Pilz einfach weg. Ah, so ärgerlich. Ah, egal. Wir finden den Pilz schon wieder. Wir gehen einfach mit Glut hier durch. Hier, wir haben wieder einen Pilz. Nice. So, wartet kurz. Ich glaube, ich muss... Also, solange... Es ärgert mich doch schon ein bisschen. Deswegen... muss ich hier kurz...
das wegmachen. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. So, ich habe jetzt mal kurz was probiert. Ich hoffe, jetzt kommen hier. Wir könnten eigentlich unsere Feuerregel etwas heilen, einsetzen. Passt, reicht. Ich hoffe, jetzt sind die Striche nicht mehr so. Wenn doch, dann muss ich es lassen. Aber es nervt schon ein bisschen, wenn hier diese Striche da rumlaufen. Rumdingen. Die haben schon einen krassen Fokus. Gut, den töten wir mal, weil ich jetzt nicht weiß, ob das ein Doppelkampf ist. Ja, das ist ein Doppelkampf. Und den möchte ich gerne eigentlich fangen. Damit wir ein paar Paras haben. Damit wir auch eines entwickeln können. Mal gucken. Es bleibt drin, nice. Ups. Muss 6-mal Ruckzuck einsetzen. Hier war irgendwo, da ist der Baum. Ah ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das Pokémon schon haben, aber ich glaube, ich werde es töten. Perfekt. Gehen wir mal langsam weiter. Ich möchte ein bisschen jetzt auch die Story vorantreiben, aber ich habe halt das neue Pokémon gesehen und deswegen wollte ich es mir holen. Das ist hier drüben. Wie kommen wir am besten dahin? Können wir hier locker rüber? Wahrscheinlich. Aber ich guck mal auf die Karte. Ne, das war falsch. Die Karte war auf Minus. Ja, hier können wir. Oder wir hätten hier durch die Höhle wahrscheinlich gehen können. Aber hier sollten wir auch vorbeikommen, denke ich. Ich kann zwar nicht schwimmen, aber ich denke, das Wasser sollte nicht so tief sein. Oh, ein Riesenbidi. Ja, warum nicht? Kämpfen wir gegen das. Ich glaube, das werde ich sogar fangen. Ja, oder es töten, wenn er schon meine Pokémon tötet. Einsetzen. Aeroas, Luftschnitt. Setzen wir mal Aeroas ein. Okay, waren jetzt nicht Eissturm. Oh ja, es ist stark. Donnerzahn. Ja, ich denke, wir brauchen dafür mindestens einen Superball. Aber ich glaube, ich habe noch keine erstellt. Aber ich probiere es nochmal. Pampinella wird unser letztes Pokémon, weil das ist Level 22, das sollte es töten können. So ein Elite-PD-Fass hätte ich schon gerne. Oh ja, gefangen, nice. Gut.
Elite-Pokémon gefangen. Nice. Ich glaube, wir müssen jetzt doch wieder zurück, weil die Hälfte unseres Teams ist erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir da gleich nochmal hin. Ah, unser Bidifas kann sich entwickeln. Machen wir das da zuerst, bevor wir zurückgehen? Entwickeln. Falsch. Da. Ja, zulassen. Dann haben wir schon ein aufgeleveltes Bidifas. Nice. Können wir das theoretisch austauschen, weil das will ich eigentlich in meinem Main-Team eh nicht drin haben. Das habe ich nur drinnen gehabt, um es entwickeln zu lassen. Wobei, ja. Das Elite-Pokémon war, glaube ich, die Weiterentwicklung. Es war kein Bidiza, sondern ein Bidifas. Aber egal. Jetzt haben wir zwei. Scheiß drauf. Wir haben eh noch genug Bidizas, von daher. Genau, ich wollte. Hier gehen wir kurz zur Anhöhe. Kann man sich hier irgendwie sein Pokémon heilen lassen? Herstellen, hier können wir was herstellen. Ein paar Superbälle hätte ich gerne, aber ich bräuchte dieses Azurglanzstein. Ich glaube, wir müssen erstmal zurück ins Dorf, dann werden die geheilt. Oder wenn wir das abgeben, vielleicht heilt unser Pokémon dann. Genau, wir zeigen dir auch die Forschung. 240 Punkte kriegen wir. Fehlen nur noch 840. Forschung fortsetzen. Ne, unsere Pokémon sind nicht geheilt. Dann kannst du mir einen Gefallen machen. Ins Dorf zurück. Dann machen wir das so. Jetzt sind unsere Pokémons geheilt und wir gehen wieder raus. Oder hat hier irgendjemand noch eine Nebenquest, die wir annehmen können, bevor wir rausgehen? Nee. Aber es wird so langsam dunkel. Wir könnten theoretisch kurz zum Strand gucken, ob das Driftlong gerade da ist. Und wir könnten unser Bidifas austauschen. Sein Pamelin müssen wir noch holen. Da ist echt am besten, glaube ich, ein Elite-Pokémon davon zu fangen. Weil das ist auf jeden Fall 0,8 Meter oder Zentimeter groß. Ich weiß gerade nicht, noch immer nicht, was er will. Aber ich denke Meter. Ne, Zentimeter. So ein Driftlon sehe ich tatsächlich nicht. Aber vielleicht kommt das gleich, weil es ist halt Sonnenuntergang. Sieht man sich, sieht man, wie die Sonne sich bewegt? So, ich glaube, so ein bisschen sieht man, wie sie untergeht. Ja, doch, ein bisschen sieht man es. Vor allem, wenn man auf die Wolken guckt. Diesen kleinen Hügel so schwer raufkommen. Also ich glaube, es wird eher nachts kommen, das Driftlon, weil es hieß ja, nachts treibt sich das Driftlon rum. Deswegen glaube ich nicht, dass es eher am Tag sein wird. Können wir uns hier hinsetzen eigentlich? Nee. Ist nicht wie ein Genshin Impact, dass wir uns auf sowas hinsetzen können. Schade. Nee, leider. Leider will das Driftlon jetzt nicht kommen. Schade. Ich glaube, ich muss da wahrscheinlich echt irgendwann lange rumstehen, bis es auftaucht. Also so nachts. Wenn es wirklich nachts ist. Und oh. Hallo, du davor vom Forschungstrupp. Ich würde gerne nach Hause gehen, aber Driftlon lässt mich nicht los. Bitte hilf mir. Nimm meine Hand und zieh ganz doll dran, ja?
Kein Problem. Ich soll was? Ich soll was? Bitte hilf mir. Nimm meine Hand und zieh ganz doll dran, ja? Achso. Kein Problem. Zieh. Und das Driftlon ist weg. Juhu, jetzt kann ich endlich nach Hause. Aber Driftlon ist kein böses Pokémon, weißt du? Ganz bestimmt nicht. Es macht so viel Spaß, mit ihm zu spielen. Darum habe ich den Erwachsenen nichts von ihm erzählt. Ich heiße übrigens Takeo. Also dann tschüss. Takeo, okay. Ja, also wir haben auf jeden Fall das Driftlon gefunden. Erstatte Kimbra. Bericht, okay. Ja, dann können wir zurück. Gut, dann haben wir da diese Nebenquest auch erledigt. Das ist gut. Also hat es sich gelohnt, hier noch hinzugehen. Jetzt ist die Frage, wo ist sie? Ist das? Nee, ich glaube, das ist nicht die Anzeige. War sie Kimbra? Ja. Geh, ich recht in der Annahme, dass du mehr über die Sache mit dem Driftlon herausgefunden hast. Ich bin ganz Ohr. Gut, dann erzählen wir ihr die Geschichte. So ist das also. Takeo hat es vor uns geheim gehalten. Aber das klingt mir nach einer sehr knappen Rettung. Wer weiß, wohin das Driftlon Takeo sonst gebracht hätte. So etwas darf der Sicherheitstrupp auf keinen Fall ignorieren. Ich werde Kommandantin Belila empfehlen, mehr Wachen zum Strand des Aufbruchs zu schicken. Zum Glück konnte Schlimmeres verhindert werden. Das haben wir nur dir zu verdanken. Gut, Quest abgeschlossen. Einmal Sternstaub. Nice. Gut, dann können wir unser Bidiza bzw. Bidifas austauschen. Gegen ein anderes Pokémon, was wir noch entwickeln wollen. Ups, ich wollte mit ihr reden. Enges. Ja, wir könnten einen Wampel mitnehmen. Ich glaube, ein Driftlon hat auch eine Weiterentwicklung. Warte, ich glaube, ich muss kurz... Ich habe leider echt keine Ahnung, welche Pokémon alle was für Entwicklungen haben. Deswegen möchte ich kurz gucken. Driftlon Entwicklung. Genau. Driftlon hat auch eine Entwicklung. Wir könnten das zum Beispiel mitnehmen. Oder Zubat könnten wir mitnehmen. Das haben wir. Das weiß ich, dass es eine Entwicklung hat. Und zwar zu Goldbat. Ich weiß nicht, ob es X-Bat-Entwicklung hier auch gibt. Oder ob es nur die Goldbat-Entwicklung hat. Wampel könnten wir. Das Pokémon kenne ich tatsächlich gar nicht, das Burmy. Da muss ich auch nachgucken, was ist das eigentlich für ein Pokémon? Burmy. Okay, es hat auf jeden Fall Entwicklung. Aha, es gibt anscheinend verschiedene Varianten von Burmy. Also mit unterschiedlichen Designs, die haben auch dann, die Entwicklungen haben auch dann unterschiedliche Farben. Wir haben das mit der Pflanze. Es gibt auch einen mit so sämtlichen Umhang, also was mehr so Sand hat. Interessant. Sehr interessantes Pokémon. Ja, ich glaube aber, wir nehmen Driftlon in unser Team gegen Bidifas. Was haben wir denn hier noch? Genau, Paras hat ja auch eine Entwicklung. Das wird zu diesem Pilz, wo wir das Elite-Pokémon hatten. Ist das stärker als unseres? Nee, unseres ist Level 14 schon. Das ist, Level 16, das ist Level 14.
könnten auch Kleinstein entwickeln lassen, weil Kleinstein ist auch ein cooles Pokémon. Wird ja zu Georock und dann zu Geowatz, wenn ich mich nicht irre. Dass das die Reihenfolge ist. Kleinstein, Georock, Geowatz. Aber wir bleiben bei Driftlon jetzt. Ich glaube, das haben wir jetzt drin, oder? Ja. Aber warte, ich möchte aber gucken. Wir haben mehr Driftlons. Haben wir eines mit einem höheren Level? Weil dann dauert es nicht so lange zum Leveln. Das ist Level 6. Das ist Level 6. Und sonst haben wir hier keines. Okay, gut, das ist das einzige mit Level 7. Gut. Dann gehen wir Richtung Hauptquest weiter. Ja, wir wollen das Gebiet verlassen und zwar zur Anhöhenbasis und dann gehen wir zum Riesenbaum. Dort in der Nähe soll es auch einen Sichlor geben, hat mir jemand beim letzten Stream gesagt. Und Sichlor ist ein echt cooles Pokémon. Darauf freue ich mich schon, wenn ich das dann im Besitz habe. Jetzt muss ich nur gerade nur überlegen, in welche Richtung. Also, wir haben ja eh die Anzeige. Genau hier. Diese Richtung. Ah, verdammt. Warte, bevor wir hier weitergehen und ich es noch vergesse, ich möchte den Pilz abgeben, damit wir diese Nebenquest auch haben. Ich hoffe, ich finde den jetzt so schnell mit der Pilzquest, aber der müsste das gewesen sein, der Mann. Morell. Oh, was für ein hervorragender Ziehpilz. Ich wusste es einfach. Du hast einen Sinn fürs Pilze sammeln. Ziehpilze vermehren sich übrigens rasant schnell und man findet sie einfach überall im Grasland. Tja, ich habe ihn nicht so schnell gefunden. Ich habe ihn auch nur dadurch gefunden, dass ich Paras besiegt habe. Egal, ob du sie brätst oder kochst, sie schmecken immer vorzüglich. Na dann, pass gut auf. Ich erkläre dir alles weitere an der Werkbank da drüben. Ah, stimmt. Und fertig. So macht man einen Pilzköder, der bei Pokémon unglaublich beliebt ist. Der Köder ist ganz leicht zu benutzen. Schau in die Richtung eines Pokémon und wirf ihn einfach. Er zieht die Aufmerksamkeit vom Pokémon auf sich. Die Pilze mögen. Genau, die Pilze mögen. Ob du dann die günstige Gelegenheit zum Fliehen oder zum Fangen nutzt, liegt ganz bei dir. Ich gebe dir 5 Portionen Köderteig. Also keine falsche Scheu und ran an die Pilzköder. Danke. Gut, jetzt könnten wir Pilzköder machen, aber locke viele Pokémon mit meinem Pilzköder an und trage die Anleitung in die Welt hinaus. Machen wir. Gut, dafür müssen wir ins Inventar. Falsch. Da. Ups. Und herstellen. Wir könnten auch die Kiste hinter uns nehmen, aber machen wir gleich da. Ah, Köderteig. Hat er nicht gesagt, der hat uns 5 Köderteigs gegeben? Warum haben wir 0? Ach so. Genau, weil unser Inventar voll ist, darum. Das ist in der Kiste. Ah, lass mich aus. Warte, möchte ich kurz unser Inventar ein bisschen sortieren. Hier in die Lagerkiste verschieben. Alle. Die auch. Ah. Honigköder haben wir. Ja. Nehmen wir die mit. Weil die werden so ähnlich sein wie die Pilzköder. Himbeeren. Okay, das heilt meine Pokémon. Diese Kräuter wird zur Herstellung von Items genutzt. Okay. Dann lasse ich die mal da. Das können wir eines unserer Pokémon geben. Dieser Pilz wird zur Herstellung von Offensivvitaminen genutzt. Ach, das ist auch ein Pilz. Dieser rätselhafte Sand erhöht dein Leistungslevel eines Pokémons. Er kann für Pokémon mit einem Leistungslevel von 0 bis 2 verwendet werden. Heilt sie alle Statusprobleme. Das klingt mega gut. Lassen wir das auch. Also,
kann auch zur Herstellung. Mit diesem äußerst nützlichen Material kann man alles Mögliche herstellen. Okay. Gibst du das einem Pokémon zu essen, wird es von Schläfrigkeit geheilt. Das klingt auch nicht schlecht. Ist das ein Supertrank? Ja. Das würde ich gerne tatsächlich eigentlich hier weiter nach oben verschieben, aber. Ja gut, dann halt nicht. Wird von Medizin genutzt. Herstellung von kampfunfähigem. Okay. Es kann verkauft werden. Oh, die Sachen kann man verkaufen. Gut zu wissen. Diese Frucht kann die Kapsel für verschiedene Pokébälle. Ah, stimmt, dafür braucht man. Schöner roter Sand, der sich seidenweich anfühlt. Er ist vom geringen Wert. Aber er ist was wert. Damit kann man auch wahrscheinlich Sachen herstellen, ja. Ja, dann denke ich, wir haben so ein bisschen unser Inventar sortiert. Also, wir müssen auch noch unser Inventar sortieren, so. Dann ist es besser. Ah, da sind auch gleich die Supertränke oben. Die wichtigsten immer nach oben, das gefällt mir. Das können wir einem Pokémon geben. Am besten vielleicht eines. Ja, ich weiß halt nicht, was es noch alles für Pokémons gibt. Deswegen weiß ich noch nicht, welches ich in meinem Team als Main-Pokémon behalten will. Auf jeden Fall, unser Starter-Pokémon bleibt. Ja, Luxio ist natürlich auch ein mega geiles Pokémon. Aber ich weiß nicht, ob es noch viel geilere Pokémons gibt, die ich eigentlich mehr mag. Dafür müsste ich halt, aber Luxio ist eigentlich schon nice, so als Elektro-Pokémon. Aber was ist, wenn ich vielleicht doch lieber Pikachu haben will als Elektro? Oder vielleicht gibt es Elekid? Ich weiß nicht. Dann gehen wir das mal Drifblon, weil das das schwächste Pokémon ist. Nochmal sortieren, dann haben wir wieder mehr Platz. Ups. Herstellen. Genau. Können leider nur einmal das herstellen, weil wir nicht genügend Pilze haben. Haben wir eigentlich. Wie viele Nebenquests haben wir jetzt? Nur noch zwei. Genau, Kinoso. Anhöhebasis, da möchte ich hin. Und wir wechseln mal die Pokémons, wenn wir kämpfen sollten. Und da hinten müssen wir jetzt lang. Dann gehen wir mal Richtung Baum. Wenn wir noch ein paar Pokémons sehen sollten, können wir das mitnehmen. Ah, da würde ich ungern jetzt wieder so runter. Da gehen wir den etwas längeren und sicheren Weg. Hier ist es Riesenparas. Ich glaube, so heißt die Weiterentwicklung. Oder war Parasig das kleinere Pokémon? Ach, keine Ahnung. Gut. Ohne Schaden sind wir da runtergekommen. Das ist gut. So, jetzt erstmal durch die ganzen Paras vorbei. Ich will ungern jetzt gegen die alle kämpfen. Kommen wir nicht hoch, wir sind zu schwach. So. Wo war denn der Weg? Da ist der Weg. Das sammeln wir auch auf. Ey. So. Ist das Riesen-Bidifass wieder da? Wahrscheinlich nicht. Oder hoffen wir mal nicht. Doch, es ist wieder da. Ich will an dir vorbei. Ich glaube, es hat gar nicht den Akku auf uns gehabt, ne? Okay. Ihm war es egal, ob wir hier vorbei rennen oder nicht. Gut, jetzt sind wir hier unten in der Wald. Mal gucken, ob wir hier ein paar andere Pokémons finden. Oh, Enton!
Nice, Anton gefangen. Das Anton scheint böse auf uns zu sein. Gut, dann Windstoß. Gut, nochmal in Windstoß, diesmal mit Tempo. Und wenn es kein Volltreffer wird oder Crit, dann müsste Senton überleben, genau. Dann können wir jetzt hier versuchen, es zu fangen. Wir haben noch zwei Pokebälle, wir müssen neue herstellen. Okay. Blubber. Das ist ein Volltreffer. Ich weiß nicht. Pampinella wechseln wir ein. Weil Wasser ist nicht so effektiv gegen Pflanze. Wenn ich mein Feuer-Pokémon oder Elektro-Pokémon einsetzen würde, wäre das dumm. Perfekt. Weil falls er nicht drinnen gewesen wäre, wäre er am Zug und ich wollte nicht, dass er auf die Pokémons mein hier Elektro einsetzt. Und das ist noch eines. Gut, aber solange es uns nicht sieht, können wir craften. Gehen wir lieber in die Wiese. Da war eine, genau, hier. Nein. Inventar. So. Herstellen. Ja, das können wir leider noch nicht herstellen, daher ein paar Pokebälle. Wie viele will ich denn herstellen? Alle? 58? Nee, machen wir erstmal 20. Weil wir brauchen auch das für die Superbälle, falls wir noch diese Steine mal finden sollten. Damit wir nicht alles für Pokebälle ausgeben. Oh oh. Pokémons haben schon eine krasse Vision. Es weiß, dass wir hier sind. Was ist drin? Jawohl, perfekt. Haben wir 3 Entons gefangen. Nice. Hier war ein Baum mit Früchten. Das will ich gerne. Hier, so. Nanabären. Ah ja, okay. Neue Frucht. Okay, da ist so ein... schon wieder den Namen vergessen von dem Pokémon. Na, wirf dahin. So. Wampel, genau so heißt das Pokémon. Oh. Ich weiß nicht, ist das... Erwischt, ja. Auch die Blätter habe ich jetzt nicht gesehen, ob ich es erwischt habe. Nice. Pudox. Ich weiß nicht, ob das gerade eine Entwicklung von Dings ist, von Pampinella. Könnte sogar sein. Ah. Oh. Ein Watrebi. Ja, das setze ich gleich ruckzuck mal ein. Mal gucken, wie viel Damage das macht. Oh, viel, ja. Wenn ich ruckzuck jetzt mit Tempo einsetze, stirbt es? Es hat Hälfte Leben ungefähr, also es, mit Glück könnte es überleben. Ja, nice. Dann let's go. Ah, bleibt drin. Nice. First try. Perfekt. Neues Pokémon. Das hätte ich auch gerne. Ich
Ich weiß nicht, ob es ein aggressives Pokémon ist oder nicht, deswegen schleichen wir uns hier mal an. Perfekt gecatcht. Oh. So. Fürs Zielen war es zu weit weg. Ah, verdammt. Okay, aber das schläft. Vielleicht können wir das catchen. Aber es scheint kein aggressives Pokémon zu sein, weil es jetzt wegrennt. Weil wir es gefangen haben. Komm schon. Jawohl. Haspiro. Klingt fast wie Hasbro. Wo ist denn eigentlich unser Ziel da hinten? Okay, 100 Meter entfernt. Da ist ein Pilz. Okay, da ist noch so ein Haspiro. Das sind noch ein paar andere. Hallo. Oh. Warte. Oh. Nein, es ist geflohen. Ja, es ist da. Hä? Ich dachte kurz, es wäre geflohen. Jetzt flieht es aber, oder? Ja. Schade. So, holen wir kurz das Pokémon raus. Wieder rein. Hier kann ich bestimmt mein Pokémon hochwerfen, damit es das farmt. Ja. Und ich möchte meine Pokémon kurz heilen. Und zwar ist das komplett tot, deswegen benutzen wir mal ein Beleber. Wir haben ja 11. Sollte kein Problem sein, falls wir gleich kämpfen müssen. Dass wir unsere ganzen Pokémon hier haben. Und bei beiden müsste ein Trank reichen. Genau. Perfekt, so. Kommen wir hier hoch? Ne, wir rutschen runter, okay. Ah ja, der kleine Junge, mit dem wir sprechen müssen. Ich bin Topin, Mitglied des Pearl Clans und Wächter von Axanthor. Oh, ich weiß schon, du bist hier, um eine Audienz bei Axanthor zu erbitten, oder? Natürlich bist du das, ist ja auch völlig verständlich. Immerhin ist das ohnehin schon überwältigend mächtige Axanthor jetzt noch überwältigender und mächtiger geworden. Leider ist das aber auch der Grund dafür, dass ich dich nicht zu ihm lassen kann. Es ist schlicht und ergreifend zu stark. Der gewaltige Blitz, der es neulich getroffen hat, muss es mit der Macht des ehrwürdigen Shino erfüllt haben. Komm schon, dann eben nicht. Komm schon. Du scheinst ja wirklich Feuer und Flamme für Axanthor zu sein. Bemerkenswert. Aber das tut nichts zur Sache. Perla hat mir strikt Auftrag gegeben, aufgetragen, niemanden in die Nähe von Axanthor zu lassen. Wenn nötig, werde ich dich zusammen mit meinem Viscora von hier vertreiben. Zeig, was ihr könnt. Ich bin ja schon weg. Zeig, was ihr könnt. Dabei tue ich das doch nur zu deinem eigenen Wohl. Traurig, dass du das nicht erkennst. Auf sie mit Geschleim, Viscora. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Pokémon... Aha, okay. Icy. Kleine Schleim-Pokémon. Level 15. Walzer? Ruckzuckhieb? Machen wir Ruckzuckhieb mit Kraft. Mal gucken, wie viel Damage das macht. Oh, ja. Blubber. Oh, es ist ein Wasser-Pokémon. Das wusste ich nicht. Das ist unfair.
So hätten wir das machen müssen. Erst normal angreifen und dann direkt mit einem Kraftangriff oder was? Na, egal. Staravia erledigt das schon. Hier. Luftschnitt. Zerschneide dieses blöde Pokémon. Wäre, glaube ich, nicht nötig gewesen, weil sie schon so schwach war, aber egal. Ich wollte eine epische Angriff machen. Und ich wollte mir das, den Angriff angucken. Das kann nicht sein. Meine Niederlage ändert aber nichts daran, dass ich dich nicht zu Axanthor lassen kann. Es würde dich in 0, nichts zu Kleinholz verarbeiten, wenn du in seine Nähe kommst. Normalerweise beruhigt es sich immer, wenn man ihm seine zwei Lieblingsspeisen als Opfergabe darbringt. Aber momentan komme nicht einmal ich als sein treuer Wächter nah genug an Axanthor heran, um sie ihm zu geben. Eine Außenseiterin wie du hätte es erst recht keine Chance. Es heißt, das ehrwürdige Shino gewährte dem Vorfahren von Axanthor, Demi und ihresgleichen vor langer Zeit große Macht. Mit deren Hilfe beschützt sie Pokémon und Menschen gleichermaßen. Ohne diesen Segen könnte der Pearl-Clan heute nicht in Hisui leben. Perla! Axanthor ist also noch stärker geworden. Dann ist es jetzt eine regelrechte Bedrohung. Was, wenn der seltsame Blitz, der es getroffen hat, von diesem falschen Shino geschickt wurde, das der Diamond Clan verehrt? Für den Pearl Clan ist Axanthor ein sehr bedeutsames Pokémon. Ich kann sein Schicksal doch unmöglich in die Hände einer Außenseiterin legen. Aber von diesen Gedanken muss ich mich wohl verabschieden. Je früher Axanthor besänftigt werden kann, desto besser. Wenn wir es nicht davon abhalten, noch mehr Menschen und Pokémon zu verletzen, wird es irgendwann zu Konflikten mit dem Diamond Clan und der Galactic-Expedition kommen. Hey, Fremde aus dem Himmel! Bist du dir sicher, dass die Galactic-Expedition diese Angelegenheiten regeln kann? Das kriegen wir hin. Sicher wäre zu viel gesagt. Das kriegen wir hin. Na schön, Topin und ich werden die Lieblingsspeisen von Axanthor besorgen. Währenddessen suchst du eine Methode, mit der wir es besänftigen können. Durchkäme jeden einzelnen Winkel von Hisui, wenn es sein muss. Oh. Dein Arceus-Phone scheint auf irgendwas zu reagieren. Durch eine mysteriöse Kraft kannst du im Handumdrehen zu den Basislagern zurückkehren. Öffne die Karte auf deinem Arceus-Phone und drücke dann den X-Knopf, um eine Schnellreise zu deinem Basislager oder anderen Orten durchzuführen. Beachte aber, dass diese Funktion in manchen Situationen nicht verfügbar ist, zum Beispiel wenn man von einem Pokémon gejagt wird. Gut, das heißt, wir könnten jetzt, der König des Waldes, erstatte Professor Larven in einer, okay. Aber vorher möchte ich hier noch ein bisschen mich umgucken in dem Wald. Da war ein Hasbro, genau. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Pokémon heißt. Ich weiß nur, es klang so ähnlich wie Hasbro. Oh, lol. Hat mich geoutplayed. Ja. Wenn ich so nah an dir ranstehe, kann ich dich nicht verfehlen. Perfekt. Okay, wir haben noch 10 Pokébälle. Dann haben wir alle verschwendet. Wohin willst du? Zeit, dass wir aus dir mal Hasenragout machen. Oh, oder auch nicht. Oder du fliehst einfach. Oh, ist das eine Elite? Nee.
Wäre es ein Elite-Pokémon? Doch, es ist ein Elite, oder? Nee, es ist keins. Es ist nur ein großes Pokémon. Wäre es ein Elite-Pokémon, müsste es, soweit ich weiß, ja, rote Augen haben. Biss. Will ich es fangen? Nee. Auch wenn ich glaube, wenn man ein Pokémon fangt, leveln sich die Pokémon schneller als beim Kämpfen. Es wirkt halt so ein bisschen danach. Oh, da gibt es noch ein paar Bienen. Die könnte ich versuchen zu fangen. Okay. Dann Uktukip. Oh, das hat Damage gemacht. Nice, gefangen sogar. Und Funkelhonig hat fallen lassen. Nice. Sehr gut. Das würde ich gerne aufsammeln. Noch 9 Pokébälle haben wir. Ah, da gibt es viele Wateribis. Ich möchte aber jetzt nicht alle fangen oder töten. Deswegen gucken wir uns mal hier oben lang, was es hier noch so gibt. Auch ein paar Wateribis. Ich glaube, die sind aber auch nicht aggressiv. Ich glaube, nur wenn du sie fangen willst, lassen sie das nicht so einfach zu. Oh, das sind die Sichlos. Nice. Die werden sicherlich sich nicht so einfach fangen lassen. Sichlos sehen schon aus wie aggressive Pokémons. Nice, haben wir 2 gefangen. Was sich los, ein cooles Pokémon. Aeroas. Das war sogar sehr strong. Ich glaube, ich werde das auch fangen. Ich hätte gerne ein weibliches Sichlo und ich weiß nicht, ob beide männlich waren, aber ich glaube, eines war auf jeden Fall männlich. Und ja, jetzt haben wir alle 3 gefangen. Fünf Pokébälle haben wir noch. Dann sollten wir so langsam bald auch wieder zurück. Aber ich habe gesehen, wir müssen von dem Pokémon Aeroas sehen. Das will ich gerne dann einsetzen nochmal. One-Shotted sogar. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Gut. Schneiden wir hier uns durch die ganzen Pokémons durch. 2 Exemplare besiegt. Aber irgendwie dieses Aeroas gesehen, zeigt es mir gar nicht mehr an. Na egal. Gut.
gut. Okay, ein kleines Shinox. Aber wir haben wenigstens jetzt Sichlos, das ist nice, okay. Aha, da fliegt auch ein Pokémon. Ah, ich glaube, das ist sogar das, was wir versucht haben zu fangen. Und zwar auf diesem Berg hier vor uns standen wir und haben versucht, das Pokémon zu fangen. Dadurch hatten wir auch am Anfang nicht so viele Pokébälle, weil ich viele da deswegen ausgegeben habe, also verschwendet habe. Was halt lustiger auch war, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Stream gesagt habe, ich habe auf TikTok halt jemanden gesehen, also einen TikTok gesehen, wo jemand auch viele Bälle da verschwendet hat und ich dachte mir, so schwer sieht das gar nicht aus, aber doch, wenn man es selbst dann macht, ist es doch schwieriger, als es aussieht. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es fliehen wird. Ich hätte mit... Ah, jetzt da. 6-mal Aeroas eingesetzt. Irgendwie hat es aber das nicht angezeigt vor. Naja. Kleinstein. Sind da immer Kleinsteins drunter oder sind da verschiedene Pokémons drunter? Ah, okay. Ein Kleinstein auf jeden Fall. Ich glaube, ich heile erstmal mein Pokémon. Wohin geht das Kleinstein? Eisenabwehr, okay. Ruckzuckhieb, Aeroass. Setzen wir Aeroass ein. Ist nicht sehr effektiv. Ja, ich glaube, wir sollten unser Pokémon wechseln. Und zwar würde ich eigentlich gerne das haben. Weil es ist Wasser-Pokémon. Sollte Kleinstein erledigen. Wasserdüse. Let's go. Oh oh, Walzer. Das macht schon Damage. Ruckzuckhieb mit Kraft. Vielleicht ist es dann tot. Oh, das hat der überhaupt nichts gebracht. Aber wir sind nochmal dran. Alle guten Dinge sind zwei. So, erledigt. Oh, unsere Tasche ist sind voll. Was liegt denn da? Hier. Leistungssand. Haben wir irgendwas, was wir benutzen können? Ja, keine unserer Pokémon schläft. Wird diese Lehmball ein Pokémon geworfen, macht er schwer. Okay. Ja, dann wegwerfen. Werfen wir das weg. Ich habe keine Ahnung, was dieser Leistungssand macht. Achso, das ist es, okay. Achso, da müssen wir einfach nur hingehen. Ich dachte schon, das müssen wir abbauen, aber nee, nee. Nee, nee. Einfach nur hier. Aufsammeln. Ist das ein Maschalo? Ja. Oh, da gibt es noch ein paar andere Pokémons, die wir noch nicht haben. Ist das ein Erz, was wir brauchen für einen Superball? Nee. Aber vielleicht dieses hellere. Maschalo hätte ich schon gerne. Ich glaube, das wird uns direkt... Nee, es hat uns noch nicht im Fokus. Von hinten wäre es besser gewesen. Ah. Boop. Dieses Aggro. Macholo.
Okay. Dafür, dass es nur Tackle macht, war sehr stark. Komm, du musst drin sein. Ey, du bist voll geschwächt. Das macht nicht so, als wärst du mega strong. Hier hau ich das Pokémon rein. Ja, endlich. Da ist das andere Pokémon. Schön, dass es uns noch den Rücken zugedreht hat, damit wir es fangen können. Nice, perfekt. Achso. Dann bauen wir noch das Erz hier ab. Das Marshallow möchte ich tatsächlich nicht. Fangen. Was hast du vor, Marshallow? Kämpfen oder wie? Das guckt mich so seltsam an. Das wird mich töten wollen. Donnerschock. Kraft Donnerschock. Haben wir auch ein Marshallow besiegt. So. Das brauchen wir gleich, um Superbälle zu herstellen. Deswegen will ich das gerne aufsammeln. Aber da unsere Taschen voll sind. Pilzköder. Was geben wir denn weg? Diesen Sand. Angriff verbessern. Und das andere tun wir hier. KP, ja. So. Dö-dö-döm. Mal gucken, was gibt's hier noch? Gab's hier eigentlich noch einen anderen Weg? Nee, oder? Das war nur ein großer Kreis. Aber sonst gab es hier keinen Weg. Nee. Was wird hier so also langsam? Ziemlich neblig. In der Höhle. Ah, aber hier ist ein Ausgang. Okay, gut. Wo es ein paar Driftlons gibt. Ich muss auch hier nach oben, weil hier liegt noch ein Loot von jemandem, den ich gerne der Person zurückgeben würde. Das sind alles wahrscheinlich nicht groß Himbeere. Lass mir liegen, die Himbeere, scheiß drauf. Ah, sorry. Nein. Geh weg. Ist da was im Wasser? Ein Carbator, achso. Ja. Wollen wir versuchen, das Carbator mit dem einen Ball zu fangen? Das schwimmt immer weiter weg, das ist halt blöd. Hier kommt eins näher. Okay, wir haben nicht mal ansatzweise in die Nähe getroffen. Okay. Wir müssen ja richtig weit werfen. Jetzt können wir wenigstens was aufsammeln. Gut, dann gehen wir zurück. Wir können ja jetzt direkt schnell reisen mit X. Ja, machen wir einfach mal Graslandbasis. Oh, Professor Lavin hält uns auf. Jenny, hello!
Wie laufen deine Untersuchungen zu Axanthor? Alles im grünen Bereich? So, seine Lieblingsspeisen würden es also beruhigen, sagst du. Darüber muss ich in meinem Büro nachgrübeln. Lässtest du mir Gesellschaft, Jenny? Ja, bleibt uns wohl ja keine andere Wahl. Eigentlich würde ich zwar gerne mein Inventar ein bisschen leeren. Theoretisch, wir könnten ein paar neue Plätze kaufen fürs Inventar. Cool, das ist schon Forschungslevel 8, nice. 470 Punkte, noch 370 und wir haben ein neues Sternlevel, das ist nice. Gehen wir noch einmal die Informationen durch, die du von Perle und Topin erhalten hast. Das in Rage geratene Axanthor hat sich früher mit seinen zwei Lieblingsspeisen beruhigen lassen. Könnte es sein, dass durch die Kombination beider Speisen ein bestimmter Duft oder gewisse Bestandteile entstehen, die eine besänftigende Wirkung auf Axanthor haben? Aber wenn sich ihm in seinem jetzigen Zustand nicht mal sein Wächter nähern kann? Bitte gebt mir etwas Zeit, um nachzudenken. In meinen Unterlagen muss es doch irgendwo einen Anhaltspunkt geben. Ja, dann warten wir mal. Oh, that's it! Das ist es! Wir werfen sie einfach, oder genauer gesagt, du, dein Wurftalent hast du ja schon bewiesen. Ja, hast du den letzten Stream nicht gesehen, dann würdest du das zurücknehmen. Warum also solltest du Axanthor seine Lieblingsspeisen nicht einfach zuwerfen? Klingt schlüssig. Und wie genau? Klingt schlüssig. Ich werde die Technologie zur Herstellung von Pokébällen nutzen, um die beiden Zutaten zu einer runden Kugel zu formen. Diese Kugel sollte dann ihre besänftigende Wirkung entfalten können. Ich taufe sie auf den Namen Entspannungskugel. Warum nennen Sie sie nicht lieber Lavenkugel? Aber das hört sich doch so an, als würde jemand mich werfen. Die beiden Lieblingsspeisen von Axanthor besorgt jedenfalls der Perl-Clan für uns, richtig? Mhm. Zenny, kehre am besten schnell zurück zum Baumriesenkampffeld zurück und berichte den Leuten vom Perl-Clan von unserem Plan. Wenn du zum Baumriesenkampffeld möchtest, würde es sich empfehlen, erst zur Anhöhebasis aufzubrechen. Ja, ich weiß, wie man da hinkommt. Danke. Wir sind eh schon unten, dann können wir gleich mit ihm reden. Yes, ich würde gerne meinen Inventarplatz etwas erhöhen. Für 1000. Ui, das ist viel. Ich werde so ungefähr bis zu 10.000 runtergehen, also dass wir nur noch 10.000 Pokédollar haben, weil das sollte dann dabei passen. Es sind noch so zweimal, können wir das glaube ich aufleveln. Ja, let's go. Ja, gut. Lass mal. Mich gucken jetzt, wie unser Inventar aussieht. 2, 4, 5, ja. Eigentlich einmal noch, dann haben wir eine ganze Reihe. Ja, komm, scheiß drauf, dann haben wir nur noch 5000, knapp 6000, aber wir können ja noch Sachen verkaufen. So ist es ja nicht. Passt. Ne, danke, passt schon. Mehr will ich nicht. Danke. Also es wird immer um 500 mehr. Das nächste wird 3500 kosten. Okay, I know. Gut.
Aber wir haben jetzt dabei genug Platz. Wir können auch noch ein bisschen Loot aus dem Inventar rausholen. Da ist die Box. Oh, da wartet jemand auf uns. Diese Poképuppen kann man verkaufen. Die will ich gerne verkaufen. Das kann man auch verkaufen. Und das kann ich einsetzen. So, hier die Bären kann ich dabei wegtun. Die kann ich wegtun. Das kann ich wegtun. Das kann ich hier wegtun. Oder ich kann das theoretisch hier reintun. So. Es lockt Pokémons an. Ja. Kurz mal sortieren, gucken, was wir alles haben. Okay. Die zwei werden auf jeden Fall verkauft. Und das eine wird hier, das wird benutzt. Das heißt, wir haben dann noch drei Plätze frei. Gibst du sie einem Pokémon zu essen, füllt sie seine KP um ein Drittel des maximalen auf. Okay. Es heilt meine Pokémons. Aber brauche ich ja nicht so dringend. Deswegen können wir das wegtun. Das sind Sachen, die man für Herstellungen benutzen kann. Deswegen lassen wir das. Okay, passt. Gut. Dann würde ich sagen, benutzen wir das hier. Einsetzen für unser Haupt-Pokémon. Ups, eigentlich wollte ich. Ey! Danke. Ich will jetzt nämlich einen Angriff und so auch noch reintun. Gut, dann haben wir das auch. Sortieren. Und dann noch die zwei verkaufen. Wenn ich weiß, wo man die verkaufen kann. Kann man die überall verkaufen? Also könnte ich jetzt zu ihr gehen und das verkaufen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich zu ihm da nach hinten gehen, um das zu verkaufen. Ups, fast vorbeigerannt. Hallo. Materialien, kann ich auch Sachen verkaufen bei dir? Und zwar einmal hier die zwei Pokepuppen würde ich gern verkaufen für 2000. Und das wird 4000. Ja, jetzt haben wir wieder 11.000. Das klingt doch schön. Inventar, sortieren. Jetzt haben wir auch fast zwei komplette Plätze frei. Das ist gut. Ah, hier ist eine Werkbank direkt. Können wir ein paar Superbälle benutzen. 5 Stück. Hier. Das würde ich gerne zweimal benutzen. Belever haben wir 10 Stück. Supertränke haben wir sehr wenig. Ja, machen wir hier gleich mal 16 Stück. Null Tränke haben wir? Oder was ist das? Wir haben noch keine Null Tränke, oder? Ach so, wir brauchen Tränke um da. Ah, so, warte, dann stellen wir noch einen Trank. Dann können wir aus dem einen Trank noch einen Supertrank herstellen. Dann haben wir diese Ätherkräuter schon mal weg. Und 20 Supertränke und dann erstellen wir uns noch 15 normale Tränke. Oder machen wir 16, damit der Fittlauch auch weg ist. Ah, für den Fittlauch hätten wir auch das benutzen können. Aber egal, wir haben eh 10 davon. Pokepelle haben wir keine mehr.
Superbälle haben wir 5. Dann erstellen wir uns noch 20 Pokebälle erstmal. Dann haben wir insgesamt 25 Bälle. 5 Super und 20 Pokebälle. Dann gucken wir uns unser Inventar an. Sortieren wir das Ganze kurz. Und haben jetzt mehr als 2 Plätze frei. Perfekt. Warum ist der Pokéball so weit unten? Ich möchte den bitte hier nach oben bewegen. So. Favorisieren und das auch. Achso, nee. Favorisieren. Und das auch favorisieren. Okay. Jetzt hat es sich so. Ja, okay. So kann ich mitleben. Auch wenn ich gerne die Pokebälle vorne haben wollen würde, aber scheiß drauf. Na, gucken wir mal, ob sie was mit uns bereden will. Ja, tatsächlich. Ich muss zugeben, der Galaktik-Hauptsitz ist wirklich ein beeindruckendes Bauwerk. Ich mag sie irgendwie, sie ist eine echt nette Person. Hey, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Aber bevor ich mich in langen Erklärungen verliere, demonstriere ich es dir lieber. Auch wenn sie fast alle meine Pokémons mit einem besiegt hat, was mir an ihr nicht gefällt. Aber sie ist echt eine sehr coole Person. Und auch eine sehr hübsche. Lasst uns zu eurer Anhöhlenbasis gehen. Oder wie auch immer ihr den Ort genannt habt. Ja, okay, let's go. Sie möchte uns was zeigen. Na, da bin ich gespannt. Oh. Mie. Ich hab Damifur erklärt, dass du das gesamte Grasland auf der Suche nach einer Möglichkeit durchkämmst, das in Rage geratene Axantor zu besänftigen, Jenny. Und das als jemand, der weder dem Pearl-Clan noch dem Diamond-Clan angehört, sondern sich bloß durch den Riss im Raum- und Zeitgefüge zu uns verirrt hat. Und wie du siehst, scheinen deine Bemühungen es nicht kalt zu lassen. Das solltest du zu schätzen wissen. Dami hat dich für würdig befunden. Ich sollte dir wohl die Flöte übergeben. Jona, wärst du so gut? Spitze. Spitz die Ohren. Was jetzt kommt, ist sehr wichtig. Okay. Das Instrument, auf dem Jona gerade gespielt hat, ist eine Elysienflöte. Damit kannst du Dami herbeirufen, um auf ihm zu reiten. Den Überlieferungen nach waren diese Flöten ein Geschenk des ehrwürdigen Shino. Okay. Und nun gehört diese hier dir. So kann man also seine Begleiter, also seine Reittiere herbeirufen. Okay, mit dieser Flöte, verstehe. Ist nicht der Rede wert. Ich kann mit einer Flöte sowieso nichts anfangen. Versuch doch mal, die Melodie von eben nachzuspielen. Na, das heißt, wir haben jetzt unser erstes Reittier. Dami hat sich deine Melodie eingeprägt. Du erhältst die Hirntafel von Dami. Ah, verdammt, ich hätte lesen können, was die macht, aber egal. Dank der Elysienflöte wird dich Dami geschwind durchs Land tragen. Also worauf wartest du? Du willst doch schließlich Axantor beim Baumriesenkampffeld besänftigen, oder? Auf Dami Rücken kannst du das Grasland im Nu durchqueren. Cool.
Indem du den Plus-Knopf drückst, kannst du ein Reit-Pokémon zu dir rufen und dir seine Fähigkeiten zunutze zu machen. Beachte, dass du auch während eines Ritts von wilden Pokémon angegriffen oder von hohen Orten herunterfallen kannst. Ah, okay, man hat auch hier auf dem Pokémon Fallschaden, wahrscheinlich. Und was will denn er von uns? Mal gucken. Du bist vom Forschungstrupp, oder? Dann kannst du doch sicher auf Pokémon reiten. Hättest du Lust, auf Ballonjagd zu gehen? Das ist ein Spiel, das ich mir ausgedacht habe. Du reitest dabei auf einem Pokémon und versuchst, möglichst viele Pokémon Ballons zu platzen, zu bringen. Versuch zunächst mindestens 17 Ballons zu erwischen. Du findest mich hier, wenn du auf Ballonjagd gehen willst. Okay. Kann ich erstmal austesten, wie es funktioniert? Ja, gut. Auf den Plus-Knopf. Okay. Ich möchte erstmal schauen, wie er sich steuern lässt. Also um den Kurven geht er echt langsam. Kann auch schneller reiten, wenn man Rennen drückt. Nee. Ah, aber wenn wir Dings B-Knopf drücken, macht ein Dash. Okay. Okay, wir können auch wechseln, aber wir können es nicht einsetzen. Ah, auf Y springt er. Das heißt, er kann rennen und springen. Okay. Sonst gibt es nichts da drauf. Okay, gut. Und mit Plus macht man ihn wieder weg. Alles klar. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir mal diese Ballonjagd. Reite auf dem Rücken eines Pokémon in Ballons hinein und werde zur Meisterin der Ballonjagd. Versuch zunächst mit mindestens 17 Ballons zu erwischen. Na, willst du deinen Versuch wagen? Ja, gerne. Was muss ich machen? Ja, gerne. Ich habe insgesamt 30 Ballons vorbereitet. Wie viele von ihnen kannst du wohl innerhalb von 45 Sekunden zum Platzen bringen? Mach dich bereit. Ja, so lernt man auch die Reittiere zu benutzen. Okay. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4. Ah, verdammt, hätten wir springen müssen. Nein. Kamera. Okay, den haben wir. 17 schaffen wir auf jeden Fall. Locker easy. Nein. Ja, 24. Ich wollte gern 25, aber die letzten beiden habe ich nicht erwischt. Aber egal, 24 ist nicht schlecht fürs ersten Versuch. Willkommen zurück. Diesmal hast du 24 Ballons zum Platzen gebracht. Das war schon richtig gut. Für dieses Ergebnis bekommst du das hier. Bitteschön. 5 Pokébälle. Ui. Ich wette, am Ende muss man wahrscheinlich alle 30 versuchen, platzen zu lassen. Gut gemacht. Oh, Sonderbonbon. Nice. Und Federball, 15 Stück. Geil. Die Ballonjagd ist übrigens auch an anderen Orten verfügbar. Diese hier ist noch sehr einfach. Und hast du Lust bekommen, dich auch den anderen Herausforderungen zu stellen? Klar. Kann ich die nochmal machen? Oder 30 Ballons. Ah ja. Achso, nee, warte. Wie viele soll ich platzen lassen? Wir versuchen einfach mal alle. Vielleicht kriegen wir da noch eine Belohnung. So, eins. Oh, verdammt.
Ah, verdammt, 27. Aber hä, hat er nicht gesagt 30? Irgendwie 27, 28, 29? Ich glaube, eines fehlt sogar. Ich will alle 30 schaffen. Komm schon. Er hat gesagt, das ist noch die einfachste. Das müssen wir hinkriegen. Aber ich glaube, wir haben irgendwann übersehen, oder? Er hat gesagt, 30 sind es. Und das Zubat einfach wegkickt. Nein. Nein. Das schaffen wir nicht mehr. Ah, verdammt, 26. Aber trotzdem kriegen wir hier immer Sachen von ihm. Aber ich wette, wenn wir alle 30 schaffen, haben wir irgendwas Besonderes. Ich will das jetzt schaffen. Let's go. Brim, brim. Ich mag die Melodie irgendwie nicht. Die klingt so. Frag mich, ob jedes Melodie eine unterschiedlich, ob jedes Rad-Pokémon unterschiedliche Melodie hat oder ob alle die gleiche haben. Boah, das hätten wir fast nicht erwischt. Nein, oh, wir sind da. Wie? Wir haben es doch erwischt. Oh, das ist halt auch so mega nervig, weil die Kamera. Ich warte, ich muss kurz was testen. Die Kamera bewegt sich auch mega scheiße. Aber ich glaube. Nee. Irgendein Knopf. Genau. Wenn ich hier zielen drücke, dann bewegt sich die Kamera mit. Gut. Das muss ich. Weil dann ist es. Dann sollte hoffentlich die Kamera nicht so nervig sein. Weil ich kann, während ich hier halt renne und so, kann ich nicht hier die Kamera hier bewegen. Deswegen muss ich mit dem Zielen die Kamera bewegen. Dann sollte es hoffentlich einfach sein. Wir haben den letzten Ballon irgendwie verfehlt. Weil die Kamera halt so scheiße war, habe ich nicht richtig zielen können. Okay, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Verdammt, 29 schon wieder. Ah, weil wir das eine verfehlt haben. Wäre ich zurückgegangen, hätte es sich nicht mehr zu dem ausgegangen. Da war es eh egal. Steck dir deine Bären sonst wohin. Ich will nochmal. Dass man immer wieder hier mit ihm reden will, dass man hier nicht gleich auswählen kann, neuer Versuch. Ah, so nervig. Komm schon, ich will die 30 Ballons. Ich wette, man kriegt was. Und warum dreht sich die Kamera immer so seitwärts?
Diese blöde Kamera. Ja, dieses Pokémon. Ey, was für ein Scheiß. Okay. Ja, seid froh, dass ihr verschwunden seid. Ich hätte euch jetzt getötet. Ey, weil dieses scheiß Pokémon mich blockiert hat, bin ich so zur Seite geflogen. Ah, wenigstens Pokébälle als Entschädigung. Die kann ich gut gebrauchen. Ey, dieses Drecks-Pokémon. Mann, wir sind auf so ein großes Pokémon, als ob wir diesen scheiß Kiefer nicht zerquetschen können. Richtig tiltet, ey. So. Kamera drehen, weil anders funktioniert es nicht richtig, die Kamera. Jawohl, geschafft. Ah. Ich weiß gar nicht, 3 Sekunden oder so haben wir noch, 2,30 Sekunden. Wie, wo, was? Du hast tatsächlich jeden einzelnen Ballon zum Platzen gebracht? Du bist ja geradezu ein Ballon-Jagdmeister. Um das gebührend zu würdigen, möchte ich dir das hier geben. Nugget, echt jetzt? Ein Nugget aus purem Gold, aus einem schimmernden Glanz besitzt. Es ist von großem Wert. Ja, oh, Sonderbombe. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Ah, trotzdem Nugget. Hups, wollte ich gar nicht. Ich wollte gucken. Wir haben 2 Sonderbonbons. Könnten wir den Pokémons geben, um aufzuleveln? Pummelin? Geben wir eines mal. Okay, wir können ihn noch nicht entwickeln. Zweites. Ah, ist noch immer nicht. Können wir noch immer nicht entwickeln. Schade. Gut. Ja, jetzt haben wir wenigstens ein Reittier. Das heißt, wir können jetzt einfacher auf Hügel. Wie steil kann man reiten? Okay. Selbst das Pokémon kommt hier nicht drauf. Gut. Wenn er springt. Okay, es kommt halt schon. Was ist das? Was ist da für ein Pokémon? Kleinstein? Ja. Irgendwie ist echt nur Kleinstein da drin. Kann das sein? Unser Pokémon ist schon nicht stark gegen Kleinstein, glaube ich. Es geht. Hat sich Kleinstein selbst verletzt? Achso, nee, es brennt deswegen. Na doch, mit dem Pokémon kommt man eigentlich doch schon sehr gut hoch. Vielleicht komme ich auch dann dorthin, wo... Nein! Autsch, so tief wollte ich nicht. Als ob das so tief war. Dann vorsichtig runter. Vorsichtig runter. Perfekt. Kleinstein? Wahrscheinlich. Ja, okay. Okay, wenn ein Kristall wackelt, ist es immer ein Kleinstein. Gut zu wissen. Vielleicht kommt irgendwann später noch ein anderes. Vielleicht ein Georock oder Georatz kann drin sein. I don't know. Aber Kleinstein ist anscheinend andauernd drinnen. Die Lehmschelle. Ich glaube, mit einem normalen
Blut sollte es tot sein. Ja. Nice. Dün, dün. Okay, hier ist die Wiese. Ist hier irgendwie auf die andere Seite. Rennen wir mal hier durch. Ah, als ob das hier nicht hochkommt. Komm schon. Hoch mit dir. Ein Garados, lol. Ich gucken, ich muss hier, okay. Was will ich? Ah, es ist geflohen, okay. Gut. Lol. Sind die Pokébälle? Ah, hier war gerade eins, aber zu spät. Ist das Federball? Ja. Ach, Federbälle sind die Superbälle, oder wie? Achso. Nee, Quatsch. Achso, wir können ja gar keine Superbälle herstellen, nur Federbälle. Irgendwie dachte ich ganz in meinem Kopf, ja, Federbälle wären die Superbälle. Weil sie auch so blau aussehen. Da habe ich mich ein bisschen geirrt. Viele Kleinsteine hier sehen. Ich will auch hier nur durch. Oh. Ist hier irgendwie hoch. Ich denke, das wird ein bisschen zu steil sein. Werden wir noch irgendwo gejagt oder so? Vielleicht so? Spring mal, ne? Kommt sicher irgendwie hier hoch. Ich glaube, ins Wasser kann es nicht, oder? Ne, es verschwindet, okay. Willst du Stress machen, Pamelin? Ja, dann komm her. Wasserdüse. Hier, take my energy. Überleg sie hoffentlich zweimal, wenn du mit mir Stress haben willst. Gut, aber eigentlich dumm, das Pokémon gegen ihn einzusetzen, aber scheiß drauf. Ach stimmt, Ruckzuckkick macht ja gar keinen Damage. Upsi. Ja, dann kommt Pamelin dran. Aquaquelle. Nehmen wir das. Ich glaube, das verwirrt auch Aquaquelle, oder? War es nicht so? Kann sein.
Irgendwie muss man hier doch hochkommen. Es ist so knapp. Vielleicht von der anderen Seite gucken wir mal. Rennen wir mal hier durch. Hallo. Es sieht eher so aus, als könnte man hier hoch. Hoch mit dir. Spring doch! Boah, man sieht aber echt. Oh! Hallo! I guess du bist nicht sehr freundlich. Als ob. Überrumpelt. 42. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Geh mal hier auf Kraft. Rotzer. So, roten Bereich, jetzt müsste es einfacher zu fangen sein. Ein 42er Marschock. Jesus. Es greift aber nicht an, es setzt einem da unten einen Protzer ein. Okay. Man stört mich nicht. Ich möchte sie fangen. Aber wenn sie jetzt beim nächsten nicht raus, nicht drin bleibt, dann töte ich sie. Okay, eine Chance hast du noch. Mehr als drei Pokebälle möchte ich für in einen Kampf nicht einsetzen. Risikoschlag. Das ist scheiß Pokémon. Ja, lauf weg. Hat gefangen. 41er Marschock ist okay. Sinnelbeeren und Zitrobeere. Mhm. Eisbrocken. Ups. Zum Glück prallt der Ball ab vom Baum, weil sonst hätte ich ihn drüber geschossen. Sieht sehr stark aus, die Ströme hier. Diese Schnellströme. Ah, das ist noch so ein Marschock. Treffe ich hier nach oben? Nee, gar nicht. Muss viel weiter nach oben zielen. Jetzt mal kurz gucken, wo das ist hier. Markiere ich mal, damit wir es einfacher finden. Ah, da ist die Tasche, ich sehe es schon. Oh, was ist denn das? Ein Pixie oder was? Das ist auf jeden Fall eine Elite. Jetzt weiß ich, warum die Person auf jeden Fall hier den Loot verloren hat. Ich weiß nicht, das ist ein Elite-Pokémon. Schon irgendwie Lust, es zu fangen. Aber wenn schon die...
kann ja mal gucken, wie stark es ist. ...62. Puh. Schon viel. Wie, Attacke von mir verfehlt. Ich habe noch nicht mal eine Attacke eingesetzt. Wie viel Damage macht der mit Kraft? Okay, bye. Wir waren gerade mal ein Rückenkratzer für das Pokémon. Nee, nee. Das will ich meinen Pokémons nicht antun. Au. Man muss echt aufpassen. Der Fallschaden ist, tut echt weh. Das Wichtigste ist, wir haben wenigstens den Loot. Hier geht es nicht weiter. Ah, okay. Wir haben wenigstens den Loot zurückbekommen. Graslandbasis. Gehen wir zurück, lassen unsere Pokémon heilen und bringen der Person das Item zurück. Falsch, hier. Fundsachen, genau. Ja. So, haben wir jetzt 269 DPs. Und da hat irgendjemand noch sein Loot verloren. Wo ist denn? Ah, da, okay. Dafür ist es am besten, wenn wir in die Anhöhe-Basis gehen. Hier hinten. Hey, der Fallschaden ist echt übertrieben krass. So, einfach durch. Pokémon wollen eh nicht kämpfen. Da ist die Tasche. Und noch so Pilz. Nice. Können wir gleich ihr zurückgeben. Haben wir jetzt 300. Nice. Auch wenn wir eigentlich noch nicht mal annähernd dran sind, weil so ein Blattstein oder generell so ein Entwicklungsstein kostet voll viel. Das kostet, glaube ich, 1000, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ah, oh, naja. Wir haben wenigstens ein paar Sachen gefunden. Wie ich sehe, hast du ein Pokémon gefangen. Bitte erstatte mir Bericht darüber. Oh, nur eines. Mashok. Ich hätte gerne noch Marshello gefangen, aber egal. ...200 Punkte, okay. Ins Dorf zurück. Gut, wir können auf jeden Fall jetzt... Wir haben jetzt endlich unser Reittier freigeschalten. Das ist schön. Ist hier noch irgendjemand, der eine Quest hat oder so? Nee. Wollte mir hier das angucken. Was ist das denn? Diese Steintafel wohnt die Energie des Typs Psychos inne. Wird sie auf einem bestimmten Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typ Psychos. Ah. Das heißt, wir könnten ihn jetzt... wirkungslos, okay. Und unsere Flöte, genau. Gut. Aber ich würde sagen... Ich beende für heute jetzt den Stream. Ich habe ja auf Twitter erwähnt, dass ich jetzt nicht so lange streamen werde. Und wir können ja nochmal kurz nachgucken, wie viel so ein Stein kostet. Ich glaube 1000 war das. Ah ne, nicht Pokémon tauschen. Ich will Items erhalten. Genau, 1000. Und die drei... kosten sogar 1200. Funkelstein, Finsterstein, Leuchtstein. Frag mich, gibt es auch ein Evoli? Dann könnten wir theoretisch jedes Evoli hier haben. Also fast jedes.
Ich weiß nicht, wie viele Evoli-Entwicklungen es gibt und was für Steine man zu allem braucht. Ich glaube, das sind nicht alle Steine, oder ist es doch? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, was es alles für Steine gibt. Ich kenne halt nur Blatt, Feuer, Wasser, Blitz, Eis und Mond und Sonne. Nur die Steine kenne ich. Alle anderen sind sogar neu für mich. Ah ja, ich wollte ja aufhören mit Streamen, deswegen gehe ich mal zurück in unser Haus. Ich liebe es gerne, dort zu beenden. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Am Wochenende kommt vielleicht mache ich vielleicht etwas wieder länger Pokémon, aber heute hatte ich nicht so die große Lust, so viel so lange zu streamen, weil ich möchte auch noch einkaufen gehen und so. Und ja, dann hoffe ich, wie gesagt, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend, Nachmittag. Wir haben ja erst 13 Uhr. Und ja, noch einen schönen Freitag, Nachmittag. Ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss.